Komödie, komplettes Chaos und nur in der Oper möglich. Letztendlich ist natürlich der Dirigent mit so viel anderem beschäftigt am Abend, dass es... ich freue mich, wenn ich Zeit habe, zu gucken, was geschauspielert wird, aber meistens hat man so viel zu tun, dass man alles irgendwie zusammenbringen muss und froh ist, wenn es funktioniert, gerade bei so einem turbulenten Stück wie jetzt dieser Verdi ist, mit wahnsinnig viel Tempo und irrwitzigen Bewegungen auf der Bühne da der Abend durchrast. Und ich glaube, nach der Premiere bin ich kräftig durchgeschwitzt. Ich weiß nicht, ob es dilettantisch ist. Also es gibt, glaube ich, genug Menschen, die einfach sagen, das Libretto interessiert mich nicht wirklich, ich genieße die Musik. Und dann gibt es natürlich Leute, die nehmen den Opernabend als Ganzes wahr und die gucken auch, wie ist das Libretto umgesetzt im Verhältnis zur Musik. Ich glaube, das ist wie bei allem, das ist wie beim Fußball. Wenn man irgendwie, entweder hat man 2-0 gewonnen, sagt, es war ein schlechtes Spiel, aber die 3 Punkte sind rausgefahren und ich bin glücklich. Oder der sagt, ja, es war ein gutes Spiel, ich habe irgendwie das Spielsystem beider Mannschaften gesehen und wenn es dann halt verloren ist, aber die Ästhetik hat gestimmt. Ich glaube, das ist so ein bisschen ähnlich. Hat damit zu tun, wie viel weiß man vorher, wie viel ist man im Stoff drin, wie viel ist man ein Genießer, ist man ein Connoisseur, ja, auch wie beim Essen. Also der eine kann mit einem 3-Sterne-Koch nichts anfangen und der andere gibt ein halbes Vermögen dafür aus. Ja, also das ist eine Küchenschlacht. Eine Pizza-Küche und es wird ganz viel versteckt und probiert an berüchtigten Stoffen von der Polizei fernzuhalten. Also die Regisseurin hat da, glaube ich, wirklich einen guten Weg gefunden, diese Verwechslungskomödie ins Heute zu übertragen. In Un Giorno di Regno geht es eigentlich ganz schnell zu dem Pointe, und nämlich es geht darum, dass jemand durch eine falsche Identität den ganzen Abend auftritt und versucht, alle ins Verwirrung zu bringen, um zu versuchen darzustellen, dass er jemand ist, der er eigentlich nicht ist. Aber als Publikum erfährt man diese Kernsache ziemlich am Anfang schon, und dann geht es mehr darum, zu sehen, wie er sich dann dadurch verhält bis zu dem Schluss. Es gibt eine Person, der ihn entdeckt am Anfang schon, und nämlich seine Liebhaberin, die Marchese, und die versteht den ganzen Abend nicht so richtig, warum er sich jetzt so gibt für jemanden anderen, nämlich für den König von Poland, das bei uns in unserer Version eine Nickname ist für einen Mafioso, und versteht nicht, warum er jetzt den ganzen Abend nicht sagt, ja, ich mache das und das, weswegen das und das und das, und auch dieses Spiel mit ihr spielt. Und am Schluss wird sich alles ergeben und bei uns wird eine große Casino entstehen, weil niemand mehr weiß, wer zu den gefährlichen Mafiosis gehört und wer zu den Polizisten gehört, und jeder versucht sich einfach zu retten. Ja, so ein bisschen ähnlich ist es, ja.